Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Exciting Expert Session Serie. Mein Name ist Jennifer Schmieder und heute geht es um die Berechtigungsverwaltung in den kundeneigenen Programmen. Wie Sie wissen, gibt es einige Herausforderungen, die eben eine Rolle spielen, wenn es um die eigene Entwicklung geht. Oftmals sind Ihre kundeneigenen Programme unzureichend geschützt. Die Wartung der Eigenentwicklung ist komplex und zeitintensiv. Oftmals kommen wir schnell an unsere Grenzen, weil es ohne Tool-Unterstützung einfach unmenschlich ist, herauszufinden, ob diese Eigenentwicklung ausreichend geschützt sind. Sprich, manuell ist es fast nicht leistbar. Des Weiteren haben wir oftmals die Situation, dass wir eben nicht wissen, ob Berechtigungsprüfungen in den eigenen entwickelten Programmen vorgesehen wurden von den Entwicklern. Das heißt, wir müssen es eben scannen, prüfen, nachschauen im Code selber, ob sogenannte Authority-Check-Anweisungen zu finden sind. Und wenn wir welche finden, müssen wir es dokumentieren. Für die Dokumentation ist wieder die SO 24 sehr hilfreich. Wie Sie wissen, finden Sie ja dort die Vorschlagswerte für die Standard-SAP-Transaktionen oder auch im Fiori-Umfeld für die OData-Services. Das gleiche Prinzip sollten Sie auch für Ihre eigen entwickelten Transaktionen oder OData-Services oder Funktionsbausteine, was auch immer, sollten Sie eben anwenden. Das heißt, alle Berechtigungsprüfungen, die innerhalb dieser Eigenentwicklung stattfinden, sollten direkt in der SO 24 von Ihnen als Berechtigungsadministrator hinterlegt werden, sodass Sie beim Rollenbau berücksichtigt werden können. Sobald Sie dann diese eigenentwickelte Transaktion ins Rollenmenü einer PFCG-Rolle hinzufügen und eben wieder über den Expertenmodus sich die SO 24 Vorschlagswerte in die Rolle anzeigen lassen, werden Ihnen eben die entsprechenden Objekte direkt in der PFCG-Rolle vorgeschlagen. Was Sie unbedingt auch darauf achten sollten, ist eben, dass es im Entwicklerhandbuch ein Quality Gate gibt, ein sogenanntes Prüfmechanismus, der eben sicherstellt, dass eine eigenentwickelte Transaktion oder Programm eben Berechtigungsprüfung enthält und schon gar nicht, sage ich jetzt mal, produktiv geht, ohne dass eben diese QS-Schleife gemacht wurde. Sie müssen eben diese Eigenentwicklung dann auch in Ihrem Berechtigungskonzept berücksichtigen. Und in den meisten Fällen ist es halt leider eben so, dass insbesondere kundeneigene Programme oftmals nicht genügend geschützt sind. Meistens fehlen Berechtigungsprüfungen, was natürlich zur Folge hat, dass diese Eigenentwicklungen oftmals ihr Berechtigungskonzept aushebeln. Das heißt, im Standard sind sie konform. Die Sicherheit ist gewährleistet, die Stabilität auch. Sie haben ein wartbares Berechtigungskonzept, aber sobald eben so eine Z- oder Y-Transaktion hinzukommt, die eben keinerlei Berechtigungsprüfungen enthalten, kommt es oftmals dazu, dass es eben zu Seiteneffekte kommt und Ihr implementiertes Berechtigungskonzept ausgehebelt wird. Deswegen sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Sie eben Ihre Eigenentwicklung auf Berechtigungsprüfungen überprüfen und am besten direkt eben schon bei der Entwicklung dem Entwickler vorschreiben, dass eben Berechtigungsprüfungen enthalten sein müssen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Meiner Meinung nach ist der ganze Prozess, diese Eigenentwicklung so im Griff zu haben, dass sie wirklich standardkonform und auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit bieten und die Sicherheitsaspekte, die sie eben für die SAP-Standard-Transaktionen oder auch die anderen Objekttypen, die es eben gibt, an den Tag legen, ist eben manuell kaum leistbar. Deswegen kann ich Ihnen nur ans Herz legen,
Kümmern Sie sich um einen Code-Inspektor, um ein Analysewerkzeug. Es gibt viele auf dem Markt. Ja. Die SAP bietet etwas an, andere Drittanbieter bieten etwas an und eben auch wir als Exciting. Wir haben eine Exciting Authorization Management Suite, ein Softwareprodukt, was aus verschiedenen Modulen besteht. Und ein Modul ist eben unser ABAP Alchemist. Das ist ein Code-Scanner, der aber eben getrimmt ist auf Sicherheitsaspekte. Und mit Hilfe dieses Werkzeuges ist es eben möglich, diese kundeneigenen Programme bzw. deren Berechtigungsverwaltung ja, zu gewährleisten. Ich möchte Ihnen den gerne heute mal an einem Beispiel vorstellen. Ich werde aber nicht Ihnen Gänse vorstellen. Ich werde den Schwerpunkt tatsächlich auf die gefundenen Berechtigungsprüfungen legen und eben, wie Sie mit dem ABAP Alchemist mit ein, zwei Klicks diese Berechtigungsprüfungen direkt in der SO24 als Dokumentation und natürlich als Basis für die Weiterverarbeitung in den eigentlichen Rollenbau, wie Sie das eben mit dem Alchemist machen können. Sie können den ABAP Alchemist für alle Entwicklungsobjekte anwenden. Also Sie können beispielsweise direkt eine Transaktion scannen, ein Programm, ein Entwicklerpaket. Sie könnten auch zum Beispiel eine Rolle angeben, die eben Menüobjekte enthält. Und er würde dann die Rolle sozusagen scannen, beziehungsweise den Inhalt der Rolle, bezogen eben auf diese Programme, die zugewiesen sind, und würde Ihnen dann eben das Ergebnis anzeigen, inwieweit Berechnungsprüfungen vorhanden sind und ob diese Berechnungsprüfungen auch in der SO24 hinterlegt wurden. Das habe ich gerade schon angesprochen, also die Funktionsweise des ABAP Alchemists geht insoweit, dass er eben auch eine API-Empfehlung oder eine Body-Erweiterung anbietet. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, dieses Werkzeug direkt im Entwicklerguide zu hinterlegen. Sprich, jeder Entwickler sollte direkt im Entwicklungsprozess des kundeneigenen Programms dieses Werkzeug nutzen, um eben direkt fehlende Sicherheitsaspekte erkennen zu können und darauf zu reagieren. Des Weiteren bietet es eben dann im zweiten Schritt die Möglichkeit, die kundeneigenen Programme zu prüfen und direkt dann diese Berechtigungsprüfung in der SO24 zu hinterlegen. Gut, gehen wir doch direkt in unser Demosystem. Der ABAP Alchemist ist eben ein Teil unserer XAMS und ist über die Transaktion /exciting/alchemist aufrufbar. Wenn Sie die Transaktion aufrufen, dann sehen Sie folgendes Einstiegsbild. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, zuerst mal festzulegen, was denn der Alchemist prüfen soll. Ja, es gibt sogenannte Prüfvarianten. Sie können festlegen, welche Objekte geprüft werden sollen. Also Sie können beispielsweise ein Objektset anlegen, in dem Sie 20 Transaktionen hinzufügen, die alle gescannt werden sollen. Und die eigentliche Inspektion, in der Sie dann eben das Objektset mit der jeweiligen Check-Variante dann verknüpfen. Das Ganze kann aber auch ad hoc ausgeführt werden. Gibt es hier oben in der Menüleiste eben die Möglichkeit, direkt abzuspringen. Hier sehen Sie auch nochmal die sogenannten ja, Patterns, also was Sie prüfen können mit diesem Werkzeug, wie tief er im Endeffekt suchen soll im eigentlichen Programmcode, bis er sozusagen dann etwas findet. Und Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, direkt anzugeben, was er denn scannen soll. Sie sehen jetzt hier die unterstützten Entwicklungsobjekte, also insgesamt sind es 31 Stück, die wir eben mit dem Alchemist in der Lage sind zu prüfen. Beispielsweise eine Transaktion wäre dann eben der Objekttyp dran und dann eben, wie die Transaktion heißt. Und durch Ausführen würde dann eben diese Transaktion durch den ABAP Alchemist
auf die jeweiligen Patterns, die Sie eben definiert haben, geprüft werden. Ich habe jetzt im Vorfeld das Ganze mal eben mit einer Ad-Hoc-Prüfung durchgeführt, habe das Ganze auf ein Entwicklerpaket gemacht. Das heißt, die Prüfung dauert natürlich ein bisschen länger, natürlich abhängig davon, wie viele Objekte in diesem Entwicklerpaket vorhanden sind. Und wie Sie jetzt sehen, habe ich hier eine Ausgabenliste erhalten, habe das Ganze jetzt mal noch gefiltert. Und Sie sehen jetzt hier, es gibt eine Kategorie, die eben heißt Berechtigungsprüfung inklusive SO24 Vorschlagswerte. Das ist die wichtigste Sicht aus Sicht der Berechtigungsadministratoren. Wie gesagt, das Tool wird eigentlich von zwei Personengruppen genutzt. Zum einen im Entwicklungsprozess selber, das heißt für den Entwickler. Er würde dann sich tatsächlich diese Empfehlungen für APIs und BAPIs und so weiter zur Hilfe nehmen. Wenn es dann darum geht, dass wir gerne herausfinden möchten oder prüfen möchten als QS-Schleife meiner zum Beispiel, dann würden wir hier umschalten bzw. die Kategorie Berechtigungsprüfung inklusive SO24 auswählen. Sie sehen dann hier Transaktionen, ja, zum Beispiel diese Z_Debitor_Servers. Und hier hat jetzt der Alchemist eben herausgefunden, dass mehrere Berechtigungsprüfungen, sogenannte Authority-Check-Anweisungen, in dem Programm vorhanden sind, zeigt mir dann die entsprechenden Objekte an als Berechtigungsadministrator und eben auch, welche Werte im Programm bzw. in dieser Prüflogik vom Entwickler hinterlegt wurden. Wir sehen jetzt hier für dieses kundeneigene Programm, für diese Transaktion Z_Debitor_Servers, gibt es diese Berechtigungsobjekte mit diesen Werten. Und was jetzt ganz schön ist, dass man hier auf der Ergebnisliste als Berechtigungsadministrator erkennen kann, ob denn diese einzelnen Objekte hier bereits in der SO24 hinterlegt sind. Dafür relevant sind diese drei Spalten. Sie sehen jetzt hier für die Transaktion Z_Debitor_Servers ist weder das Objekt noch logischerweise dann das Feld oder ein Feldwert gepflegt. Sie können hier auch jederzeit auf Zeilenebene in die SO24 direkt abspringen. Das würde ich jetzt mal machen. Also man kann sich die Z_Debitor_Servers einfach den Zustand, den aktuellen mal anschauen. Sie sehen jetzt hier, ich bin jetzt direkt abgesprungen in meine SO24 Vorschlagswerte und Sie sehen halt hier eben keinerlei Berechtigungsobjekte. Würde bedeuten, wenn Sie die Z_Debitor_Servers in eine PFCG-Rolle einbauen, ja, dort ins Rollenmenü diese Transaktion hinzufügen und dann mit dem Expertenmodus die SO24 Vorschlagswerte sich anzeigen lassen wollen, dann würden Sie in der Tat keine Berechtigungsobjekte in der Rolle angezeigt bekommen. Ja, das möchte ich Ihnen gerne mal noch zeigen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten hier eine PFCG-Rolle und möchten eben in dieser Rolle diese kundeneigene Transaktion Z_Debitor_Servers einbauen bzw. berechtigen. Dann würden wir eben die Transaktion ins Menü einbauen, auf den Reiter Berechtigungen abspringen, Expertenmodus wählen und Sie sehen jetzt hier, Sie bekommen nur ein Berechtigungsobjekt vorgeschlagen und das ist sozusagen im Standard wird das gemacht. Das muss der Entwickler nicht automatisch machen. Das findet diese Prüfung, diese Startberechtigung, dass eine Transaktion ausgeführt werden darf, findet auf Kernel-Ebene statt. Das heißt, wir sind da noch nicht im Programmcode selber und das findet automatisch statt. Das macht das SAP-System für Sie. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier die Startberechtigung ST-Code automatisch vorgeschlagen bekommen. Aber wenn wir nochmal zurück in die Ergebnisliste springen von unserem ABAP Alchemist, dann hat er uns eben angezeigt, dass der Entwickler, der diese Transaktion implementiert hat,
hat verschiedene Berechtigungsprüfungen vorgesehen, also vorbildlich in dem Fall. Wir würden aber tatsächlich nur die eigentliche Startberechtigung in die Rolle vorgeschlagen bekommen. Hätte den Nachteil, wenn ich die Rolle jetzt einem User zuweise, beispielsweise einem Testbenutzer, er würde sich am System anmelden, würde die Transaktion ausführen, dann würde zwar das Ausführen der Transaktion funktionieren, aber sobald er eine Interaktion innerhalb des Programms der Transaktion machen möchte, würden weitere Berechtigungsprüfungen stattfinden und er würde einen Berechtigungsfehler erhalten. Das heißt, er wäre nicht in der Lage, mit dieser Transaktion zu arbeiten. Aus diesem Grund möchten wir eben alle darin enthaltenen Berechtigungsprüfungen, die vom Entwickler vorgesehen wurden, direkt dokumentieren in der ISO 24, sodass wir uns als Berechtigungsadministrator, sobald wir diese Transaktion in eine Rolle einbauen, direkt alle Vorschlagswerte dann vorgeschlagen bekommen, alle Berechtigungsobjekte. Und wir eben nicht dann beispielsweise durch einen zusätzlichen Trace dann herausfinden müssen, welche Berechtigungsprüfungen finden denn innerhalb dieser Transaktion bzw. des Programms statt. So, Sie haben jetzt eben gesehen, dass wir in der ISO 24 aktuell noch keine Vorschlagswerte hinterlegt haben. Ich kann jetzt hier direkt, indem ich eben hier auf Update klicke, kann ich direkt diese gefundenen Objekte in der ISO 24 hinterlegen. Beispiel, ich hinterlege jetzt mal dieses erste Berechtigungsobjekt Z_RZL_ADM. Braucht dann natürlich ein Workbench, ja, ganz normales Doing, wie wenn Sie auch in der ISO 24 Änderungen vornehmen. Auch dort müssen Sie also einen Workbench-Transport zur Verfügung haben. Und jetzt hat er eben diese Transaktion in der ISO 24 aktualisiert. Wir können uns das gerne nochmal angucken, einfach hier auf den Zauberstab. Und jetzt sehen Sie hier, vorhin hatten wir nur ST-Code drin und jetzt eben ein zusätzliches Objekt. Und er übernimmt dann auch gleich den Wert, den der Entwickler sozusagen im Code dann auch abprüft. Gehen wir zurück. Ich müsste es jetzt hier nochmal ein Refresh machen, damit Sie auch sehen können, dass sich hier an der Anzeige jetzt etwas ändert. Ja, hier sieht es ja aktuell noch so aus, als wäre für diese Transaktion nichts hinterlegt. Setzen wir nochmal einen Filter. Wenn wir jetzt hier nachschauen, das war relativ weit unten, dann sehen Sie jetzt hier einen Status mit grünen Haken. Das bedeutet sowohl das Objekt, also S_RZL_ADM und die Aktivität mit dem jeweiligen Wert 01 ist hinterlegt in der ISO 24. Gehen wir zurück in meine Demo-Rolle, verlassen den Berechtigungstab-Reiter, führen den Expertenmodus erneut aus und Sie sehen hier von Zauberhand das Berechtigungsobjekt Z_RZL_ADM. Sie haben hier logischerweise auch den Verwendungsnachweis, sind jederzeit in der Lage herauszufinden, warum dieses Objekt in dieser Rolle enthalten ist und das ist eben verknüpft in der ISO 24 mit Ihrer Eigenentwicklung. Das bedeutet für Sie natürlich, dieser ISO 24-konforme Rollenbau zeigt sich immer wieder, dass das natürlich ja, die beste Herangehensweise ist, um ein Berechtigungskonzept im System zu implementieren. Ja, es ist jederzeit zum einen dokumentiert, was in jeweiligen Programm verprobt wird bzw. verprüft wird. Sie haben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit eben auf diese Dokumentation mit Hilfe der ISO 24, ja, was ja so eine Wissensdatenbank ja, widerspiegelt, zurückzugreifen und können es direkt im Rollenbau berücksichtigen und sparen sich dadurch natürlich sehr viel Zeit in der eigentlichen Implementierung ihrer Rollen. Ja. Wenn Sie eben mit der ISO 24 arbeiten, sollten Sie diese Arbeit unbedingt auch
bei ihren Eigenentwicklungen berücksichtigen, sodass sie dann auch hier eben ganz normal das Doing, wie sie es aus dem Standard her kennen, ja, fortsetzen können und eben auch Verwendungsnachweise einsehen können und so weiter. Gehen wir nochmal zurück zum ABAP Alchemist. Sie sehen jetzt hier, meine Arbeit ist noch nicht getan. Also ich müsste jetzt in der Tat noch weitere Anpassungen in der SO 24 durch diesen Pfeil, einfach einen Doppelklick drauf machen, würde er dann diese Berechtigungsobjekte hier in der SO 24 für diese Transaktion hinterlegen. Und sobald ich dann alle Objekte sozusagen transferiert habe, würde ich zurück in meine Rolle gehen, wieder einen Expertenmodus auswählen bzw. ausführen und würde dann alle Berechtigungsobjekte vorgeschlagen bekommen. Gut, soweit zu den kundeneigenen Programmen aus der Kategorie Tipps und Tricks. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie mir doch ein Like da. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis bald.